Hi zusammen, heute gibt es Hack Nummer 2 für dieses IKEA-Regal hinter mir, denn wir haben schon zusammen diesen bunten Hintergrund gemacht und jetzt brauche ich auf jeden Fall in meinem Büro noch ein Ablagesystem. Da habe ich auf Amazon geschaut, was man so kaufen kann und das machen wir jetzt einfach heute zusammen selbst. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir für mein Büro ein Kallax-Regal von IKEA gekauft. Da haben wir auch schon zusammen die beiden oberen Etagen farblich verschönert. Und jetzt machen wir eben unser Aufbewahrungssystem für Papiere. Und dafür brauchen wir etwas zum Messen, zum Anzeichnen und zum Schneiden. Und ich habe mich da für meinen Cutter entschieden, weil es einfach hervorragend funktioniert mit diesem Material. Das ist nämlich Architektenpappe oder auch Foamboard genannt. Ich werde euch da was in die Infobox verlinken. Aber ihr könnt auch zum Beispiel bei euch mal im Bastel anschauen. Da habe ich nämlich bei mir zum Beispiel diesen riesengroßen Bogen bekommen. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal aufzeichnen, wie euer Sortiersystem aussehen soll, also wie viele Etagen es haben soll. Oder auch, falls ihr ein ganz anderes Regal benutzt, müsst ihr natürlich das Ganze nochmal für euch persönlich ausmessen. Das ist super wichtig. Vielleicht habt ihr auch irgendeine ältere Version noch vom Kallax-Regal. Also seid da vorsichtig und macht es nicht einfach nur nach, sondern messt es vorsichtshalber nochmal. Und ich werde euch meine Maße natürlich nochmal in die Infobox schreiben. Und es ist auf jeden Fall super wichtig, dass ihr bedenkt, dass ihr Platz lassen müsst links und rechts und nach oben und unten, weil gerade mit dem Heißkleber, den wir später verwenden, auch so eine Art Anti-Rutsch-Schicht entsteht und ihr euer Einlagesystem kaum noch ins Regal bekommt, wenn ihr das zu knapp bemesst. Und wir brauchen zweimal Seitenteil pro Etage. Also wir haben links und rechts ein Rechteck, auf das wir danach dann unser Einlagebrett legen. Und das ist auch schon der ganze Spaß daran. Das heißt, wir haben zwei Seitenteile und eine Ablagefläche. Und davon macht ihr jetzt einfach so viele, wie ihr mögt. Ich habe mich in meinem Fall entschieden, 5 Etagen zu machen und mein Fach auch unten zu schließen. Das heißt, ich habe insgesamt 5 Auflageflächen und insgesamt 8 Seitenteile, also für jede Seite 4. Das Ganze bringen wir jetzt mit Heißkleber zusammen, weil es einfach super gut hält auf dem Material, auch wirklich dauerhaft und es trocknet auch extrem schnell. Das heißt, es ist eine sehr einfache Arbeit, aber man muss trotzdem unfassbar vorsichtig sein, weil ich mich auch schon richtig heftig mit Heißkleber verbrannt habe. Also lasst euch da lieber Zeit und seid vorsichtig, weil es tut richtig weh, das kann ich euch sagen. Und wie ihr seht, habe ich einfach auf das Seitenteil, auf das erste, auf die Kante genauer gesagt, den Heißkleber aufgetragen und es dann einfach in Position gedrückt und gute 10 bis 20 Sekunden festgehalten. Und wenn ihr es dann einfach mal so kurz loslasst, dann merkt ihr schon, ob es von alleine stehen bleibt, dann ist es auch wirklich schon fest. Und dann einfach das überschüssige Material vom Kleber ein bisschen abstreifen, damit eben außen keine so komischen Blasen entstehen, weil die sind wirklich richtige Stopper, wenn ihr versucht, es später in euer Regal zu stellen. Deswegen seid auf jeden Fall vorsichtig und arbeitet in jedem Fall sauber. Wenn ihr alles geklebt habt, dann sieht es so aus, wenn ihr das jetzt genauso macht, wie ich das gemacht habe. Und dann könnt ihr euer Einschubfach auch schon in euer Regal reinstellen. Aber was ich jetzt noch gemacht habe, ist, damit die Blätter nicht hinten rausfallen, was ja durchaus passieren könnte, da habe ich einfach nochmal ein Stück von dem Foamboard genommen. Und wie ihr seht, geht mein Regalfach hinten nicht bis ganz zur Kante. Und das habe ich einfach da eingeklemmt. Also das reicht wirklich, wenn ihr da nicht mit voller Wucht irgendwelche dicken Bücher reinschubt. Schmeißt, dann hält es so, weil ich habe es ja wirklich richtig eingeklemmt. Für normale Papiere ist es so optimal, sonst müsstet ihr das noch festkleben. Und damit auch vorne nichts rausrutscht, habe ich diese Klemmen angebracht und da könntet ihr zum Beispiel auch irgendwelche Zettelchen anbringen und noch das Ganze beschriften. Vergesst nicht, mir Fotos zu schicken auf Instagram. Am besten verlinkt ihr mich darauf. Wenn ihr das Ganze nachmacht, da freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber. Und ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal hier vorbeischauen. Da werde ich euch zum einen nochmal den anderen IKEA-Hack verlinken und zum anderen auch meinen Traumfänger, den ich vor kurzem mit euch zusammen gebastelt habe. Und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!